Alle sind beim Fasten, aber trotzdem sterben jedes Jahr mehr als 3 Millionen Menschen nur durch Alkoholkonsum. Das ist mehr als durch HIV, durch Unfälle und Gewalt zusammen. Und jetzt ist Corona seit einem Jahr. Und Spirituosen, so wie Rotwein, Schnaps, Korn, ist um 30% im Konsum angestiegen. Das ist eine Hausnummer. Offensichtlich viel mehr, die sich ordentlich einen reinzimmern. Die Zahl der anonymen Alkoholiker hat sich im letzten halben Jahr verdoppelt ungefähr. Ja, die Leberwerte gehen bei manchen tatsächlich schon in die Stratosphäre. Die haben eine Fahne bis zum Nordpol. Und was du machen kannst, um die Leberwerte, ob das jetzt durch Alkohol oder durch Medikamente oder andere Umweltgifte ist, wieder auf einen normalen Pegel zurückzubringen, das erfährst du in dem Video. Das ist übrigens das gleiche Therapieschema, das ich vielen Migränepatienten, Patientinnen empfehle und auch Patienten, die eben nachts zwischen 1 und 3 nicht schlafen können. Und die Leber hat ja weiß Gott schon genug zu tun, aber wir nehmen Arzneimittel, wir haben Umweltgifte, wir haben Stress. Was aber auch bei einer Überlastung von der Leber ganz gefährlich ist, ist das Ammonium. Ammonium, das ist neurotoxisch, es geht direkt in die Birne durch die Bluthirnschranke und das ist das, was richtig dumm macht, und zwar irreversibel dumm. Was kann ich da jetzt machen? Das ist ja nicht immer nur hier durch Wein, Bier, Schnaps oder alles in Kombi mit Arzneimitteln, sondern einfach mal auch nur durch Stress oder durch einen Infekt, dass die Leberwerte viel zu hoch sind und dann darf trotzdem ja kein Ammonium hier oben in die Birne rein. Der Hausarzt verschreibt dann immer öfter mal Lactulose, das kann den Ammoniak so ein bisschen abfangen. Oder eben ein Vulkanstein mit Zeolith, der eben auch das Ammonium bindet und damit dann tatsächlich zuverlässig die Werte herabsenkt, die Entzündungswerte, die Leberwerte, weil eben das Ammonium im enterohepatischen Kreislauf zwischen Dünndarm und Leber nicht hin und her geschickt wird. Also du kannst dir das vorstellen wie so eine Art WhatsApp-Gruppe, wie so ein E-Mail mit Anhang, wo sich die Leber und der Dünndarm ständig im Kreis diese Abbauprodukte zu schicken. Wenn ich jetzt aber irgendwann mal hier einen Abfallcontainer vorbeischicke, ja, wenn der Müll dasteht und das dann mit rausnehme in den, über den Dünndarm, in den Dickdarm und das dann in der Schüssel, also im Klo landet, dann ist es weg. Dann hat die Leber eine Entlastung und das ist hier das Prinzip mit diesem Zeolith, mit dem Vulkanmineral. Ich mache das dann in 3 Schritten. Ich führe mild ab, empfehle das am besten nicht mit Bitter- oder Glaubersalz zu machen, das ist mir zu drastisch. Ich empfehle einfach ein ordentlich dosiertes Magnesiumcitrat, so 600 bis 900, manchmal vielleicht auch 1200 Milligramm. Ja, aber hier bitte immer vorher Arzt und Apotheker fragen. Dann Mariendistel-Extrakt und zwar standardisiertes, normiertes Präparat, weil alles andere ist sonst zu teuer, weil es nicht wirklich wirkt. Und nicht immer Artischocke, da gibt es ein paar Kontraindikationen. Auch hier bitte nochmal nachhaken. Und wenn, also erstmal wird abgeführt, sanft abgeführt. Danach wird erst die Mariendistel gegeben und zwar am Abend, so eine Stunde bevor du ins Bett gehst. Und dann macht die Leber sozusagen die Schotten auf. Sie flutet den Dünndarm. Das klingt jetzt übertrieben, aber da kommt dann eben Ammonium, da kommt der ganze andere Schrott raus. Und wenn dann der Müllcontainer vorbei fährt, das kann auch eine medizinische Kohle sein, die kann auch gut sein. Oder eben dieser Zeolith und der schnappt sich dann das Ammonium, bindet es irreversibel. Ja, und dieser Schwamm oder dieser Müllcontainer, der geht dann nicht mehr zurück in die Leber, sondern landet eben im Klo. Viele Ärzte oder auch Naturheilkundler, die sagen, Detox-Blödsinn da mit ihren Smoothies und sonst was. Ja und nein, also da gibt es natürlich schon ein paar Scharlatane auf dem Markt, aber jetzt denk doch mal einfach nur über Dialyse nach, die gibt es ja auch und die ist lebensnotwendig. Da werden ja auch Abbauprodukte, die im Körper nichts mehr zu suchen haben, eben herausgefiltert, weil der Patient sonst innerhalb von wenigen Tagen versterben würde. Also es geht vielleicht auch nur so ein bisschen um die Nomenklatur, ne? Also wie benenne ich das? Und wenn du jetzt schon deinen Frühjahrsputz machst, also wenn du schon am Fasten bist, dann rate ich dir auch nochmal dazu, deinen Darm zu sanieren. Video habe ich hier unten in der Box verlinkt, weil das macht einfach Sinn, ja, wenn du einen Frühjahrsputz machst, dass du dann eben dein Immunsystem nochmal aufbaust, dass du die Oberfläche vom Darm so aufbaust, dass das Immunsystem einfach besser funktioniert, dass eben nicht Schadstoffe durchgehen, dass sie nicht ins Blut gehen. Und wenn dann die Blutwerte tatsächlich dann auch noch in den richtigen Trend bekommen oder wieder auf Normalpegel gehen, dann ist es ja auch schön, dann weißt du, hast was richtig gemacht. Wenn dir das gefallen hast und du mich abonnierst, dann sehen wir uns im nächsten Video. Am anderen Ende war der Jan. Zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.